So, Jennifer Brink ist in Berlin. Was hören wir heute von dir? Ich höre wahrscheinlich auch Miracle, deine neue Single. Genau, also Miracle natürlich, die Premiere live theoretisch und außerdem eben noch mein Klassiker sozusagen, When I Look at You von Miley Cyrus. Dieses Festival ist ja für Frauen. Ja. Wie stehst du also für bei so einem Festival? Was denkst du, wie wichtig ist für dich 8. März auch? Als Frau ist für mich der 8. März natürlich ein sehr, sehr toller Feiertag. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man sozusagen Frauen, die ja Kinder erziehen, sage ich jetzt mal, und sozusagen ihr Leben sozusagen ihren eigenen Kindern auch übernimmt. Teilweise ist es ja auch theoretisch Muttertag im Endeffekt. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man an diesem Tag den Frauen sozusagen gedenkt und an die Frauen denkt, die ein bisschen verwirrt. Die Halle wird heute voll sein. Wir sind mitten in Berlin. Friedrichstraße, bist du etwas nervös oder ist es nicht mehr? Bis jetzt hat sich die Nervosität noch begrenzt. Es ist noch im Rahmen, aber ich denke, es kommt kurz vor dem Auftritt. Bin ich da bestimmt total nervös und weiß nicht, in welches Eck ich mich am liebsten verstecken sollte. Aber momentan geht's. Song Miracle läuft ja schon in vielen Radiosendern. Bist du zufrieden? Bis jetzt ja. Also bis jetzt bin ich zufrieden mit dem Verlauf von Miracle. Besonders freut mich, dass wir es geschafft haben, dass Miracle bei Burger King läuft und es ist einfach eine breite Palette an Leuten, die jetzt sozusagen Miracle hören können und die Miracle erreichen und das freut mich natürlich. Vielleicht mal noch über die Entstehung dieses Songs, war das deine Idee? Also die Entstehung von Miracle, also das war ehrlich gesagt spontan im Studio, wir haben uns gedacht, hey, es ist so verrückt, dass die Leute sich nicht in ihrer jetzigen Zeit dieses Märchen nicht so sehen, sondern nur im Stress verschwinden und gar nicht mehr daran denken, dass es so lustig ist, dass es eben nicht nur diese stressige Seite hat, sondern auch dieses farbenfrohe und wunderbare Leben mit den wundervollsten Dingen, die es gibt. Und da haben wir uns gedacht, so, jetzt machen wir einen Song und der soll darüber gehen, dass man frei sein kann, dass man dieses Märchen trotzdem leben kann, dass es einfach wundervoll, dass das Leben auch wundervoll ist und nicht nur stressig und teilweise auch nervig und was weiß ich, was es da noch für negative Sachen gibt.